Vor einiger Zeit hat mich ein Kumpel mal wieder auf das mit Preisen überhäufte Indie-Spielchen Monaco aufmerksam gemacht. Ich kannte das Spiel schon vorher, wollte es mir jedoch nie kaufen, da ich es für nicht sehr spannend oder interessant hielt. Im Steam Sale habe ich dann trotzdem zugeschlagen, um es mit Freunden im Koop zu spielen. Und deshalb kann ich jetzt auch die Frage beantworten, ob das Spiel wirklich so uninteressant ist, wie ich vorerst dachte. Zu Beginn jeder Runde wählt man einen Charakter und anschließend eine Mission aus. Die Charaktere haben alle verschiedene Fähigkeiten, die alle irgendwo Sinn machen, allerdings muss man für sein 4-Mann-Team aus 8 verschiedenen Charakteren wählen. Finde ich gut, da man hier durch die Qual der Wahl die Fähigkeiten herausfinden kann, die sich gut ergänzen. Ein 4-Mann-Team ist aber nicht zwingend notwendig, man kann auch zu zweit gut durchkommen, da das Spiel dann weniger Wachen spawnt und man nicht so schnell entdeckt wird. Mit mehr Spielern hat man dann mehr Fähigkeiten zur Auswahl, wird aber schneller entdeckt. Diesbezüglich sind mir keine Schwächen im Balancing aufgefallen. Wer eine Story möchte, wird hier lediglich durch Textfensterdialoge vor jeder Mission bedient, welche erläutern, warum man das tut, was man tut. Relevant oder interessant sind diese jedoch meist nie, trotzdem lese ich sie, wenn ich sie noch nicht kenne. Das Gameplay ist weder fordernd noch komplex. Um Aktionen an bestimmten Punkten auf der Karte durchzuführen, zum Beispiel eine Tür öffnen, einen Computer hacken oder sich vor Wachen in einem Busch verstecken, läuft man einfach gegen das Symbol, welches diese Aktion kennzeichnet. Auf diese Weise funktioniert jegliche Interaktion in Monaco. Das gestaltet sich anfangs recht unübersichtlich, da alles grell und klein dargestellt wird und man keine Ahnung hat, was die einzelnen Symbole bedeuten. Man hat den Dreh jedoch überraschend schnell raus und das Spiel ist sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Controller gut spielbar. Das Ziel jeder Mission ist es meistens, irgendeinen Gegenstand zu finden und damit wieder zu verschwinden. Die Jagd auf Highscores und die Verbesserung der eigenen Rekordzeit für die einzelnen Level setzen Planung und Teamplay voraus, was mit einem koordinierten Team motiviert. Public könnte Teamplay auch funktionieren, da Monaco einen integrierten Voice-Chat bietet, das habe ich aber nicht getestet. Hängt wohl stark davon ab, auf welche Leute man online trifft. Während der Mission sammelt man Münzen. Diese sind ebenfalls wichtig für die Zeit, die man beim Abschluss der Mission aufstellt. Wenn man nicht alle Münzen einsammelt, wird Zeit dazu addiert, was es schwieriger macht, gute Zeiten aufzustellen. Zudem werden die Positionen der Münzen immer zufällig bestimmt, auch wenn sie sich eigentlich immer in einem gewissen Bereich aufhalten. Trotzdem können Münzen manchmal an anderen Orten auftauchen, eine genaue Position haben sie nicht. Die Level sehen von ihrem Stil aus der Draufsicht kaum abwechslungsreich aus, sind aber gut strukturiert und untermalen durch ein bunt dargestelltes Licht- und Schattenspiel den Comic-Look von Monaco. Die Gegner sind Wachen mit unterschiedlicher Bewaffnung und Hunde, die euch erschnüffeln können. Allerdings solltet ihr euch auch vor Zivilisten in Acht nehmen, da diese Wachen alarmieren werden, wenn sie euch sehen. Ihr müsst ihnen jedoch nicht immer ausweichen. Wenn ihr eine Schrotflinte findet, könnt ihr sie auch mit leichter Comic-Gewalt abschießen. Allerdings werden von dem Lärm dann wieder weitere Wachen angelockt, die ihre toten Kameraden wiederbeleben können. Apropos wiederbeleben, sollte ein Spieler ins Gras beißen, muss er von seinen Kollegen wiederbelebt werden. Ihr könnt aber andere Items wie zum Beispiel Rauchgranaten finden, mit denen ihr schnell abhauen könnt. Diese simple Formel aus Verstecken, Schleichen, Fliehen und der Jagd nach Beute und Rekordzeit ist an keiner Stelle wirklich einzigartig oder innovativ, funktioniert aber hervorragend. Was mir nicht so gut gefällt, ist der Soundtrack und die kleineren Ausrufe von Wachen auf Französisch. Einige mögen das Ganze ja atmosphärisch finden, da Monaco ja in Frankreich liegt. Ich mochte es allerdings nicht. Mit Freunden ist Monaco mit seinen kleinen schnellen Runden, der hohen Chance komplett im Chaos unterzugehen und Steam Workshop Einbindung sowie kostenlosen Content Updates der Entwickler ein netter kleiner Zeitvertreib für zwischendurch und für wenig Geld.